Und wieder ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöhe, Gameplays als Hobby. Und ich bin unterwegs, einen Wunsch zu erfüllen von einem Abonnenten von mir namens Tobias Balzer. Er hatte sich gewünscht, dass ich mit Darkrai doch mal ein bisschen kämpfe. Und ja, ein Video mit drei Kämpfen haben wir mit ihm jetzt gemeistert. Den letzten Kampf haben wir auch sogar gewonnen, hey. Und ja, wir sind jetzt beim zweiten Video mit den nächsten drei Kämpfen mit Darkrai und dann schauen wir mal, was passiert. Wir suchen den nächsten Gegner. Suche läuft. Wir haben eine neue Herausforderung gefunden. Wen haben wir gefunden? M. Knight, Siege 660 aus Spanien mit Wrestler Pikachu. Na wunderbar. Na, ob ich da eine Chance habe. Gruppe C3. Na mal schauen. Vielleicht überrasche ich den ja. Und er kommt damit nicht so klar gegen Darkrai. Ich weiß es nicht. Hey, ich wollte auch greifen. Oh. Ich verstehe das nie. Dann mache ich dieses Konter und dann kriegen die mich trotzdem ab. Ich meine, eine Chance besteht anscheinend, ihn zu besiegen. Wobei, jetzt legt er wohl richtig los. Ha! Erwischt! Sehr schön! Ja, wenn das mal keine Albtrommel für Pikachu gibt. Scheiße! Na gut, okay, das war ja klar. M. Knight, herzlichen Glückwunsch. Aber gegen dich habe ich wohl keine Chance, erst recht. Zumindest mit dem Darkrai nicht. Weil ich hätte es mir knackknack anders ausgesehen, aber gut, den spiele ich ja gerade nicht. Minus 37 Punkte. Okay. Hey, aber wir haben einen Fähigkeitsstufenaufstieg. Und zwar auf Level 38. Ich habe ehrlich gesagt kaum eine Ahnung, was ich hier erhöhen soll. Beim Darkrai. Gut, okay. Nächster Kampf. Zweiter Kampf in Folge. Wen haben wir gefunden? Der Patrick aus England. Also Patrick. Mit Suicune. Siege 55 in Aufstiegsrunde. Er hat gute Chancen aufzusteigen.
Aber vielleicht vermassel ich es ihm auch, dann tut's mir leid, Patrick. Ich habe das, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Scheiße, okay. Ich komme mir aber auch selber sehr unüberlegt vor mit Darkrai, aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich seine Attacken abstimmen soll. Ich kenne seine Attacken und die sind auch echt cool. Okay. Wie es aussieht, darf er wohl aufsteigen. Oh. Ich treffe aber wenigstens. Oder auch nicht. Scheiße. Das war ein schneller Kampf. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt denn nochmal M. Knight? Nee, das war da jemand anderes. Na gut, jetzt hat er 56 Siege. Und ist vielleicht auch jetzt einen Rang aufgestiegen. Wer weiß. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Tja, das für uns war jetzt, das jetzt der zweite Kampf in diesem Video. Aber auch schon leider die zweite Niederlage. Schauen wir mal, ob sie beim ersten Video wird mit Darkrai, dass wir mit dem letzten Kampf hier im Video wenigstens einen Sieg davon tragen. Wen haben wir da? Machiavelli aus Amerika. 390 Siege mit Logok. Na super. Na, dann schauen wir mal, ob wir eine Chance haben. Jetzt habe ich mal einen Knocker ausgewählt. Ah, nee, nicht Knocker. Trag auch so. Alter! Ich habe auch gerade erst meinen Konter angefangen aufzuladen. Und dem ist eine komplette Attacke. Die ging da durch irgendwie. Keine Ahnung. Die ging so lange, die Attacke, dass es durch mein Konto. Konter ging. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich glaube, das sieht schlecht aus, Tobias Balzer. Ha! Darkrai ist. Also, lieber Tobias Balzer, weil dich ja Darkrai interessiert hier bei Pokémon Tekken. Der ist echt hinterhältig.
Also er ist ein guter Kämpfer, auf jeden Fall. Wenn man mit dem echt klarkommt und seine Attacken sehr gut abstimmen kann, dann ist das ein echt mieser Gegner, weil man nie so wirklich weiß, was der alles macht und kann. Aber man muss, wie gesagt, auch klarkommen mit ihm. Aber das kann ich leider nicht. Oh. Okay. 3 Kämpfe hintereinander verloren. Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, was bei mir steht. Abstiegsrunde naht oder irgendwas anderes? Hey, Offensive haben wir aber 5 Punkte. Nee, bis zur nächsten Aufstiegsrunde steht er noch. Okay, wir können also noch mit Darkrai weiterkämpfen. Können wir das letzte Video mit ihm auch noch machen? Eine Fähigkeitsstufe sind wir aufgestiegen. Okay. Also, ich glaube, ich habe das zu Evilorekt. Evilorekt? Habe ich dir das auch schon mal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Zu irgendeinem Abonnenten von mir habe ich das auch schon gesagt. Mach dir nichts draus, ne? Dass ich mir jetzt leider lauter Minuspunkte hole. Weil ich hier deinen Wunsch erfülle und mit jemandem spiele, den du gern sehen würdest. Mach dir nichts draus. Ich mache das ja gerne. Also, ich spiele aus Spaß. Ist ein bisschen Ernst ist vielleicht dabei, aber. Aus Spaß spiele ich hauptsächlich, also mach dir nichts draus, wenn ich hier ständig verliere und mir damit meine Punkte versau. Ich mach's gern, wie gesagt. Ich hoffe trotzdem, dass du irgendwie zufriedengestellt wirst. Ich meine, manchmal kriege ich ja doch ganz gute Kombos anscheinend hin und es sieht auch geil aus. Und ich hoffe, das ist genau das, was du sehen wolltest. Leider ohne Siege, aber immerhin, ja, bin für dich da, so gesehen. Alles klar, das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit Darkrai und von Löher Gameplays als Hobby. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.